Grüß Gott und herzlich willkommen zu Weitblick, die Welt von innen. Meistens stellen wir Ihnen in dieser Sendereihe Regionen vor, die unser besonderes Augenmerk benötigen. So auch heute im Fall von Eritrea. Und doch geht es heute um mehr als nur um eine Diktatur in Nordostafrika. Es geht auch um einen Mann, der 2016 den Pro-Asyl-Menschenrechtspreis erhalten hat und damals auf der Times-Liste der 100 einflussreichsten Personen der Welt geführt wurde. Ich begrüße bei uns im Studio den katholischen Priester Dr. Moussie Tserai. Herzlich willkommen. Danke. Sie haben viele Flüchtlinge im Mittelmeer gerettet. Für dieses Engagement haben Sie viel Lob und Anerkennung bekommen. Können Sie unseren Zuschauern beschreiben, was genau Sie getan haben? Ich setze mich für Migranten und Flüchtlinge ein, die versuchen, durch die Wüste und das Mittelmeer nach Europa zu gelangen. Und zwar von dem Moment an, in dem sie in Libyen ankommen, wo sie Gewalt und Missbrauch erleiden. Sie haben sicherlich den Appell gehört, den auch Papst Franziskus zur Situation in den libyschen Lagern ausgesprochen hat. Dort versuchen wir zu intervenieren, indem wir das UNHCR, das Hochkommissariat für Flüchtlinge der Vereinten Nationen, und andere Organisationen alarmieren, die eingreifen können, um ihr Leid zu lindern. So erhielt ich bereits 2003 die ersten Anrufe von Flüchtlingen, die verzweifelt auf dem Meer ankamen und ihr Leben riskierten, weil die See stürmisch war oder der Motor des Bootes oder Beibootes nicht mehr funktionierte oder Wasser aufnahm. Oder manchmal waren kranke Menschen auf dem Beiboot oder schwangere Frauen, die während der Reise entbunden haben. In all diesen Situationen sammle ich die Informationen und rufe die italienische oder die maltesische Küstenwache an, um einzugreifen und das Leben der Menschen zu retten. Ich habe das viele Jahre lang allein gemacht. Aber jetzt gibt es Gruppen von Freiwilligen, die Organisation namens Alarm Phone. Jetzt können diese Gruppen von Freiwilligen aus Deutschland, Spanien, Italien und Griechenland, die verschiedene Sprachen sprechen und daher reagieren können, Informationen sammeln, auch über die Schwierigkeiten, denen diese Menschen ausgesetzt sind. Und dann können sie die zuständigen Behörden alarmieren, um diese Menschen zu retten. Le autorità competenti per salvare queste persone oggi, grazie a Dio. Sie haben mit angepackt, als Europa noch nicht auf diesen Notruf vorbereitet war, weil zum Beispiel die italienische Küstenwache weder Arabisch noch Französisch sprach, sodass die Flüchtlinge Sie kontaktieren mussten. Heute ist das besser, Sie haben das erklärt. Sie sind selbst ein Flüchtling. Sie wurden in Eritrea geboren, mussten aber das Land verlassen. Wann waren Sie das letzte Mal selbst dort? Ich war zuletzt 2003 in meinem Land. Ich verließ mein Land, das gerade aus einer anderen Diktatur hervorging, die dort 17 Jahre lang bestanden hatte. Mit der militärischen Befreiung und dann der Unabhängigkeit hofften wir, dass Eritrea ein demokratisches Land werden könnte. Dies war jedoch nicht der Fall. Ich kam mit einem regulären Visum nach Italien. Ich bin mit dem Flugzeug gekommen, im Gegensatz zu vielen meiner Landsleute, die heute ihr Leben in der Wüste und auf dem Meer riskieren. Ich kam mit 16 Jahren nach Italien. War also ein unbegleiteter Minderjähriger, der den gesamten bürokratischen Prozess durchlaufen musste, um die Papiere und die Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten und dann einen Job
eine Wohnung und alles andere zu suchen, mit all den Schwierigkeiten, die Einwanderer und Flüchtlinge haben. Auch ich habe all diese Erfahrungen gemacht. Und im Laufe der Jahre, als ich mich organisiert hatte, ließ ich mich in Italien nieder. Und nachdem ich 8 Jahre lang in Rom gelebt hatte, begann ich meine Priesterausbildung und trat dann ins Priesterseminar ein. Im Jahr 2010 wurde ich zum Priester geweiht. Aber meine Erfahrung als Flüchtlingsmigrant hat es mir ermöglicht, die Probleme anderer Flüchtlinge und Migranten zu verstehen, nicht nur von Eritreern, sondern auch von Äthiopiern, Sudanesen, Somaliern und vom gesamten Horn von Afrika. Wer sind die Menschen, die aus ihrem Land fliehen, und was sind die Hauptgründe für ihre Flucht? Heute sind die Eritreer, die aus meinem Land fliehen, vor allem junge Menschen. Ihr Grund ist der Mangel an Freiheit, der Mangel an Grundrechten. Und dann ist da noch dieser unbefristete Militärdienst, der de facto zu einer legalen Sklaverei geworden ist, weil diese jungen Menschen gezwungen sind, 15, 20 Jahre oder noch länger in diesem Militärdienst zu bleiben, ohne irgendwelche Rechte oder die Freiheit zu haben, zu wählen, was sie tun wollen und wie sie leben und ihre Zukunft gestalten wollen. Diese Verpflichtung für Jungen und Mädchen, für Jungen bis zu 50 Jahren und für Frauen bis zu 40 Jahren, raubt ihnen die besten Jahre ihres Lebens. Die Jugend, in der sie eine Ausbildung machen, studieren, einen Beruf ergreifen, eine Zukunft schaffen könnten, eine Familie gründen, etwas schaffen könnten, das sie befriedigt, um sich selbst zu verwirklichen. Aber das gibt es nicht. Und dann gibt es keine Bewegungsfreiheit. Selbst die Religionsfreiheit ist sehr eingeschränkt. Also eine ganze Reihe von Rechten, die fehlen. Sowie die ständigen Misshandlungen, die sie in diesen Ausbildungslagern und während des Militärdienstes erdulden müssen. Mit einem Gehalt, das nichts anderes ist als ein Hungerlohn. Con il salario e a dir poco da fame. All dies zusammengenommen zwingt junge Menschen dazu, das Land zu verlassen, da sie keine Perspektiven für ihre Zukunft sehen. Sie sehen keine Verbesserung. Seit 30 Jahren ist dieses Regime an der Macht. 30 Jahre lang hat es Versprechungen gemacht, aber nichts hat sich geändert. Immer wieder Unterdrückung, immer wieder willkürliche Verhaftungen. Menschen, die von einem Tag auf den anderen ohne Gerichtsverfahren verschwinden. All dies ist beängstigend. Und vor allem die jungen Menschen sagen, welche Zukunft hat dieses Land? Und dann beginnen sie ihre Flucht zu planen und zu fliehen, wobei sie ihr Leben beim Grenzübertritt riskieren und sich in die Hände von Schmugglern begeben. Und dann sterben viele in der Wüste, viele sterben auf dem Meer. Das sind die jungen Menschen, die aus Mangel an einer Zukunft aus diesem Land fliehen. Sie kennen viele Flüchtlinge. Wie viele haben diese Hoffnung auf ein besseres Leben in Europa erreicht? Oder ist es auch in Europa schwer? Schätzungen zufolge sind in den letzten 25 Jahren etwa 500.000 Eritreer nach Europa, in die USA und nach Kanada geflohen. Von diesen sind die Glücklichen, um es in Anführungszeichen zu sagen, lebend angekommen. Aber sobald sie hier angekommen sind, ist das Problem nicht vorbei, denn sie müssen bei Null anfangen. In questo paese, però, una volta arrivati anche qui, il problema non è finito, perché anche qui devono ricominciare da zero.
Oft gibt es Probleme mit den bürokratischen Abläufen bei der Ausstellung von Dokumenten. Und dann haben sie Probleme bei der Familienzusammenführung, wie zum Beispiel bei Fällen, die ich hier in Deutschland verfolge. Es gibt viele eritreische Flüchtlinge, die Schwierigkeiten bei der Familienzusammenführung haben, sodass die Trennung von Ehefrauen und Kindern ihr Leid und ihr Drama noch verstärkt. In den letzten Jahren haben wir einen Anstieg der Selbstmorde von eritreischen Jungen und Mädchen beobachtet. Das beunruhigt uns sehr, denn nach so viel Leid konnten sie so viele schwierige Situationen in der Wüste, in libyschen Gefängnissen und auf dem Mittelmeer nicht mehr ertragen. Als sie hier ankamen, wo sie endlich frei sein sollten, um sich eine Zukunft aufzubauen, wurden sie Opfer von Depressionen, Opfer des Alkohols, Opfer einer Bürokratie, die sie erdrückt. Und schließlich verlieren sie hier in Europa ihr Leben. Da wäre es natürlich besser, wenn die Menschen nicht fliehen müssten, wenn die Situation in Eritrea besser wäre. Sie selbst sind ein Priester, der nicht mehr in sein Land einreisen darf. Gibt es irgendwelche kirchlichen Aktivitäten in Eritrea? Kann die Kirche etwas tun, um das Leben der Menschen zu verbessern? Die Kirche ist ständig bemüht, den Menschen zu helfen, wo immer es ihr möglich ist. Leider gibt es, wie ich schon sagte, viele Einschränkungen. Ich kann nicht in mein Land zurückkehren, weil meine Regierung mich als unerwünscht betrachtet und mir den eritreischen Pass entzogen hat, weil ich immer wieder die Gewalt, die Menschenrechtsverletzungen und das Fehlen von Grundfreiheiten anprangere. Auch die Kirche in Eritrea unterliegt einer Reihe von Einschränkungen. Im September beschloss das Regime zum Beispiel, alle unsere Schulen zu beschlagnahmen. Die Schulen waren auch ein Weg, um den Menschen in der Kirche zu helfen, die neuen Generationen zu erziehen und ihnen durch Bildung eine Zukunft zu geben. Und jetzt sind alle unsere Schulen beschlagnahmt worden. So wie die Regierung im vergangenen Mai alle unsere Kliniken beschlagnahmt hat. Auch das war der Weg, den Menschen zu helfen, indem man sich um ihre Gesundheit kümmerte. Alle beschlagnahmt. Einige wurden ganz geschlossen. All diese Hindernisse und Einschränkungen, die der Kirche vom Regime auferlegt werden, sind also auch eine Art der Einschränkung der Religionsfreiheit. Denn für die Kirche geht es nicht nur um die Predigt. Die Kirche predigt, aber sie arbeitet auch. Sie setzt die Nächstenliebe praktisch um, indem sie den Armen, den Kranken, den Unwissenden hilft. Doch nun kann die Kirche all dies nicht mehr frei tun, weil das Regime sie ständig behindert, ihr Eigentum und ihre Strukturen beschlagnahmt und eine Reihe von bürokratischen Hindernissen aufbaut. Dies trägt nicht zur Verbesserung der Lage des Landes und der Bevölkerung bei. Die Kirche kann also nicht helfen, weil die Regierung die Kirche nicht helfen lässt. Wie können wir in Europa, in einem Land mit einer Diktatur, die ihr eigenes Volk unterdrückt, helfen? Ist nicht jede Hilfe eine Hilfe für die Unterdrücker, wenn wir Eritrea helfen?
Dies ist ein großes Dilemma, das Europa und nicht nur Europa hat. Europa muss mit der Afrikanischen Union zusammenarbeiten, um den richtigen Weg zu finden, den Menschen zu helfen, nicht den Machthabern. Europa versucht oft zu helfen, indem es Gelder schickt, die an die Machthaber gehen. Aber dann haben sie als Europa nicht die Instrumente, um zu kontrollieren, ob diese Mittel verwendet werden, ob sie der Bevölkerung oder den Machthabern zugutekommen oder ob sie für einen ganz anderen Zweck verwendet werden. Die Hilfe, die Europa leisten kann, besteht also in der Diplomatie und auch in der internationalen Zusammenarbeit mit Mitteln und konkreter Hilfe, die direkt an die Bevölkerung geht, durch internationale Organisationen, die vor Ort tätig werden können, und auch durch die Kirche, die sehr gut organisiert und im gesamten Gebiet präsent ist. Mit Hilfe dieser Organisationen kann den Menschen geholfen werden. Wenn man der Politik oder den Mächtigen nur Geld gibt und dann nicht die Mittel hat, diese Ressourcen, die man schickt, zu kontrollieren und zu konditionieren, dann hilft man nicht den Menschen, sondern nur den Mächtigen. Hat die Kirche in Eritrea die Mittel für solche Projekte? Die Kirche in Eritrea hat viele verschiedene Projekte, von der Hilfe für Frauen über die Unterstützung von Waisenkindern bis hin zur Hilfe für AIDS-Kranke und zur Förderung der Familie in allen Bereichen, auch für junge Menschen. Das Problem ist, dass es an Handlungsfreiheit mangelt. Wenn die Kirche nicht frei ist zu handeln, ist sie nicht frei, die Projekte zu verwirklichen, die sie für die Menschen hat. Es ist nicht so, dass sie zu ihrem eigenen Nutzen, sondern zum Nutzen des Volkes gefragt hat. Aber wenn sie keine Handlungsfreiheit hat, kann die Kirche nicht alles tun, was sie tun könnte, um die Situation des Volkes zu verbessern. Dies ist ein Hindernis, das entsteht, weil die Regierung alles kontrollieren will. Sie will diejenige sein, die eine Bevölkerung und eine Gesellschaft nach dem Bild und Gleichnis ihrer eigenen Ideologie schafft und organisiert. Und sie will nicht, dass kirchliche Einrichtungen oder andere internationale Organisationen die öffentliche Meinung beeinflussen. Sie isoliert also jeden. Sie verhindert, dass man frei handeln kann. Sie erschwert das Leben der Bevölkerung und das Leben der Kirche. Die Situation in ganz Nordafrika scheint sich eher zu verschlechtern als zu verbessern, wenn wir uns zum Beispiel Äthiopien ansehen, wo sich auch viele Flüchtlinge befinden. Haben Sie irgendeine Hoffnung für Ihr Land, für diese Situation? Überall am Horn von Afrika erleben wir schwierige Zeiten. In Äthiopien herrscht Krieg und auch Eritrea ist betroffen. In Äthiopien gibt es über 200.000 eritreische Flüchtlinge, aber es gibt auch sudanesische und somalische Flüchtlinge in Äthiopien. Die Lage in Äthiopien verschlimmert sich, weil sich der Konflikt von der Region Tigray aus auf die Hauptstadt zubewegt hat. Dies hat die Zentralregierung in Addis Abeba veranlasst, den Notstand auszurufen. Und in den letzten Tagen haben wir erfahren, dass die Regierung 17 Salesianer-Missionare verhaftet hat. Wir kennen nicht einmal die Gründe dafür.
Die Salesianer in Äthiopien sind seit 1975 im Bildungsbereich tätig. Sie haben eine außergewöhnliche Arbeit bei der Rettung und Ausbildung junger Menschen geleistet, vor allem mit Schulen, die ein Handwerk lehren. Junge Menschen lernen, Schreiner und Elektriker zu sein. Also geben sie diesen einen Beruf, damit sie ihre eigene Zukunft erschaffen können. Auch haben die Salesianer in Äthiopien eine enorme Arbeit geleistet bei der Rettung von Straßenkindern, verlassenen Kindern, die auf der Straße schliefen. Sie gingen, um sie zu retten und zu erziehen und ihnen eine Zukunft zu geben. Lavoro in Etiopia, soprattutto anche nel recupero, per esempio, i ragazzi di strada, ragazzi abbandonati che dormivano per la strada, loro li andavano a recuperare, educarli e dargli un futuro. Wir verstehen nicht, dass wir gerade jetzt in diesen Tagen diese schreckliche Nachricht von der Verhaftung der 17 Salesianer Missionspriester und ihren Mitarbeitern erhalten, die sich in Addis Abeba aufhielten. Diese ganze Hexenjagd wird veranstaltet, weil die Verhaftungen anscheinend auf der ethnischen Zugehörigkeit beruhen. All dies trägt nicht dazu bei, eine Zukunft in Frieden und Ruhe zu schaffen. Wenn sich die Lage in Äthiopien und anderswo verschlechtert und der Krieg weitergeht und sich ausweitet, werden die Menschen anfangen zu fliehen. Die Flüchtlinge, die heute in Äthiopien sind, werden versuchen, eine andere Lösung zu finden. Die Äthiopier selbst werden sich nicht mehr sicher fühlen und ebenfalls versuchen zu fliehen. Äthiopien hat 110 Millionen Einwohner und fast 1 Million Flüchtlinge. Es wäre also ein Problem, wenn auch aus Äthiopien Menschen in den Sudan, in die Wüste und nach Nordafrika fliehen würden. Das bedeutet auch, dass der Zustrom nach Europa zunehmen wird. Ich hoffe daher, dass die Bemühungen, die vom Papst unternommen wurden, zu Frieden und Dialog in Äthiopien führen werden. Auch ein Gesandter der Vereinigten Staaten reiste nach Äthiopien, um die Voraussetzungen für einen Dialog zu schaffen. Und die Afrikanische Union tut dasselbe. Ich hoffe, dass all diese Bemühungen zu einem Ergebnis führen werden, dass ein Dialog und eine friedliche politische Lösung für die Situation in Äthiopien ermöglicht. Denn andernfalls wäre es wirklich eine Katastrophe, denn in der Region Tigray hungern derzeit mehr als 400.000 Menschen, weil sie nicht genug zu essen haben. Auch dies ist ein schweres Verbrechen gegen die Menschlichkeit, da Hunger als Kriegswaffe eingesetzt wird, ebenso wie sexuelle Gewalt. Diese Handlungsweise betrifft viele unschuldige Menschen, die mit dem ganzen Konflikt, mit den Gründen für den Konflikt nichts zu tun haben. Aber sie verursacht Leid und Tod in großem Ausmaß, weil es isolierte Gebiete gibt, in denen es nicht möglich ist, Hilfe zu bekommen. Und die Menschen sterben. Und das ist wirklich ein Verbrechen. E la gente sta morendo. E questo è veramente un crimine. Es gibt also viele Gründe, warum Europa in dieser Situation handeln sollte. Es müsste Maßnahmen ergreifen, damit die Menschen einerseits nicht leiden müssen und andererseits natürlich nicht anfangen, nach Norden zu ziehen, in die Wüste, vielleicht in den Tod. Oder nach Europa, das auf diese neue Flüchtlingswelle nicht vorbereitet ist. Vielen Dank für dieses Gespräch und für Ihren Besuch bei uns. Vielen Dank.
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Ihnen danke ich für Ihr Interesse an der Weltkirche. Danke, dass Sie hinsehen, wo andere wegsehen. Wie Sie der Kirche in Afrika helfen können, wie Sie sich über konkrete Projekte des Hilfswerks Kirche in Not in der Region informieren können, das finden Sie gleich im Anschluss an diese Sendung. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal bei Weitblick, die Welt von innen.